Hey Leute, hier ist wieder der Daniel und heute zeige ich euch mal Mega Man 2 auf dem iPhone bzw. iPod Touch. Das Game ist echt geil. Natürlich der Klassiker vom Nintendo Entertainment System. So, der Titelscreen. Natürlich mit der richtig geilen Retro-Mucke, die einfach nur kultig ist. Gesteuert wird das hier mit dem kleinen Stick, den ihr sehen könnt. Und links und rechts, beziehungsweise springen und schießen. Die Steuerung ist anfangs sehr fummelig, denn ich habe das schon ein bisschen gespielt. Ich muss mich ja ein bisschen warm schwimmen, bevor ich euch das hier alles präsentiere. Dann habt ihr noch halt im Hauptmenü den Startbutton, beziehungsweise die Auswahl. Dann macht die Option, da stellt ihr die Lautstärke ein. Und natürlich noch die Hilfe. Und jetzt zeige ich euch mein Level. Damit es hier nicht untergeht. Vielleicht mal. Auch hier natürlich die geile Mucke. Kennt man aus Mega Man 9, was vor kurzem erschienen ist für WiiWare. Was heißt vor kurzem? Es ist erschienen für WiiWare, PlayStation Network und Xbox Live Arcade. Los geht's. Continue. Wir nehmen mal den Airman. Und los geht's. Ah, das war ein Schritt zu viel. Mist. Ach ja. Dann halt nochmal. Und so. Nein. Wie ihr merkt, ist die Steuerung noch ein bisschen friemlich. Also sie... Der Touchscreen nimmt alles sehr genau. Und jetzt will es einfach nicht klappen. Bestimmt nur, weil das Video mitläuft. So ein Mist. Game over. Ja, ich sehe es auch. Dann nehmen wir einfach mal. Nehmen wir einfach mal Metal Man. Mal schauen, ob ich den gepackt kriege. Irgendwie wird es jetzt nicht mehr funktionieren. Aber jetzt wird es aber. Ja, jetzt klappt irgendwie gar nichts mehr. Vorhin habe ich das Spiel nochmal eben so durchgeruckt und jetzt geht ja gar nichts mehr. Aber egal. Das Spiel kostet übrigens 4 Euro. Ist gut 14 MB groß. Also die Installation geht sehr flott von der Hand. Wurde dann halt von der Abteilung Capcom Mobile portiert. Ist dem nach meinem Anschein sehr gut gelungen. Halt die pure Retro-Fassung. Famicom-Fans oder Fans des Originals bzw. der Virtual Console kommen hier voll auf ihre Kosten, die unterwegs Mega Man zocken wollen. Also geiler geht's wirklich nicht. I got a life, yeah man. Und schön, dass Capcom hier auch mal an die Leute denkt, die noch kein einziges Mal Mega Man gezockt haben. Denn wie ihr seht, sind die Gegner sehr schnell besiegt. Da unten ist ein Energy Drink. I got more power. Ja. Oh. Wow. Ja, Mann. Hier ist der Boss. Mal schauen, ob ich den jetzt knacken werde. Aber ich denke mal schon. Dachte ich ja auf leicht gestellt. Sollte gut funktionieren. Die Steuerung, wie gesagt, geht in alle Richtungen. Halt wie ein richtiger Joystick. Los geht's. Die Energie schwindet nur so. Und da ist er natürlich besiegt. Yeah, get equipped with the Metal Blades. Press up. So, jetzt sind nur noch drei Gegner übrig. Ich zeige euch nochmal ein.
damit ihr ein bisschen mehr vom Spiel seht. Und mir dabei zuhören, wie ich weiterhin fluche, wenn ich noch so oft in den Graben fall. Los geht's! Das meine ich damit. Man, das gibt's doch nicht. Und los geht's. Shoot it! Yeah man, I got a lot. Oh, Hilfe! Wenn man länger das Original nicht mehr gespielt hat, dann... Die Level sind soweit auch was soweit im Original geblieben. Ich habe die Virtual Console Version jetzt schon länger nicht mehr gespielt. Aber sollte alles beim Alten geblieben sein. Ah. Und... Ah. Konnte ich mich noch so gerade eben retten. Natürlich mit der freiwilligen Steuerung muss man sich hier ganz schön konzentrieren, dass man nicht auf die Schnauze fällt. Ja, so sieht es natürlich nicht. Na ja, einfach runter jetzt hier. Come on. Ah, die Blöcke kennen wir ja auch noch. Wie ihr seht, kämpfe ich hier teilweise noch mit der Steuerung. Die Springer natürlich auch noch falsch. Ah, will einfach nicht so wie ich will. Mann! Gibt's einfach nicht, Mann. Ja, die Steuerung ist echt. So, jetzt aber endlich. Weiter geht's. Where's the boss? Komm jetzt. Endlich mal Energie hier wieder. Shoot it! Ja, so kann man auch scheitern. Ein Versuch noch und dann schauen wir mal, ob wir es endlich hier packen. Das geht doch. Irgendwie habe ich das Gefühl, da sind noch kleine Bugs drin, dass man eben so verschoben wird, was natürlich nicht nett ist, während man da mit den Steinen kämpft. Das gibt's einfach nicht. Game over, Game over. Alles klar. Das war Mega Man 2 auf dem iPod Touch. Wie gesagt, für 4 Euro im App Store erhältlich. Das Game ist super geil für Retro-Fans. Absolut empfehlenswert. Wer
sich mit einer längeren Gewöhnzeit, was die Steuerung angeht, abfinden kann, sollte zuschlagen. Auch für Leute, die es nicht so mit brockschweren Spiel haben, wie es eigentlich im Original ist. Denn da braucht man auch zig Versuche, bis man endlich mal den Endgegner erreicht. Ungefähr, oder besser gesagt, wie gut ist, beziehungsweise wie schlecht man ist. Und das war's von mir. Ein exklusives Video für PocketTower.de. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit den anderen Videos. Und man sieht sich wieder. Bye!